Wir üben jetzt Wurzeln und zwar Quadratwurzeln. Deswegen habe ich hier oben eine 2 hingeschrieben, ne? Die zweite Wurzel aus zum Beispiel 625 ist das gleiche wie die zweite Wurzel aus 25 zum Quadrat. Also die Umkehrung von den Quadratzahlen. Gut, ja, dann fangen wir mal an. Wir trainieren also Wurzeln. Na dann, ich sage sie wieder vor. Ihr sagt das Ergebnis ein bisschen schneller nach, wenn ihr könnt. Ansonsten sprecht ihr mir einfach nach. Wie in den anderen Kursen auch. Schaut hier oben hin, hier habe ich noch andere Übungen und so weiter. Also, dann mal los. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 361 ist 19. Wurzel aus 0 ist 0. Wurzel aus 400 ist 20. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 169 ist 13. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 81 ist 9. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 64 ist 8. Wurzel aus 169 ist 13. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 25 ist 5. Wurzel aus 16 ist 4. Wurzel aus 49 ist 7. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 289 ist 17. Wurzel aus 400 ist 20. Wurzel aus 529 ist 23. Wurzel aus 49 ist 7. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 1 ist 1. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 121 ist 11. Wurzel aus 196 ist 14. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 361 ist 19. Wurzel aus 16 ist 4. Wurzel aus 361 ist 19. Wurzel aus 1 ist 1. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 169 ist 13. Wurzel aus 36 ist 6. Wurzel aus 100 ist 10. Wurzel aus 529 ist 23. Wurzel aus 0 ist 0. Wurzel aus 484 ist 22. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 225 ist 15. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 225 ist 15. Wurzel aus 529 ist 23. Wurzel aus 121 ist 11. Wurzel aus 9 ist 3. Wurzel aus 225 ist 15. Wurzel aus 225 ist 15. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 9 ist 3. Wurzel aus 81 ist 9. Wurzel aus 49 ist 7. Wurzel aus 256 ist 16. Wurzel aus 64, Entschuldigung, ist 8. Wurzel aus 576 ist 24. Wurzel aus 0 ist 0. Wurzel aus 324 ist 18. Wurzel aus 169 ist 13. Wurzel aus 16 ist 4. Wurzel aus 625 ist 25. Wurzel aus 441 ist 21. Wurzel aus 25 ist 5. Wurzel aus 484 ist 22. Wurzel aus 100 ist 10. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 529 ist 23. Wurzel aus 361 ist 19. Wurzel aus 484 ist 22. Wurzel aus 289 ist 17. Wurzel aus 36 ist 6. Wurzel aus 36 ist 6. Wurzel aus 144 ist 12. Wurzel aus 64 ist 8. Wurzel aus 0 ist 0. Wurzel aus 289 ist 17. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 0 ist 0. Wurzel aus 144
ist 12. Wurzel aus 4 ist 2. Wurzel aus 576 ist 24. Wurzel aus 289 ist 17. Wurzel aus 169 ist 13. Wurzel aus 484 ist 22. Wurzel aus 256 ist 16. Wurzel aus 64 ist 8. Wurzel aus 1 ist 1. Gut, lassen wir es dabei jetzt mal bewenden. Jetzt kommen zum Schluss nochmal Links dazu, zu weiteren Übungsvideos, wie man also das 1x1 sich selbst noch weiter festigen kann und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Hört euch das Video auch nur an und sprecht nach oder lest es einfach ab, wie auch immer. Ich habe das schon am Anfang dieser Spezialplaylist zum Üben erklärt. Gut, ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis dann. Tschüss.